Vielleicht wird man im Rückblick einmal sagen, am 23. März 2020 hat der Finanzkapitalismus seinen Offenbarungseid geleistet, denn heute hat die Fed ihre absolute Bazooka ausgepackt und es wird wahrscheinlich trotzdem nicht reichen. Warum es nicht reicht, versuche ich in diesem Video zu erklären. Da gibt es nach meiner Auffassung zwei Punkte. Der erste Punkt ist zunächst mal die große, große Enthebelung, die damit schlichtweg nicht vorbei ist. Und der zweite Punkt ist ein struktureller Grund, den wir uns gleich mal anschauen. Schauen wir uns erstmal an, wie die Aktienmärkte zunächst reagiert haben. Das war ja schon was, da ist man nach oben gelaufen. Aber diese Gewinne haben nicht gehalten. Es ging dann wieder nach unten und das ist eben eine der Mechaniken, die derzeit am Markt passieren. Große Player sind in Schieflage, müssen sich enthebeln und verkaufen dann in diese Rallyes hinein, weil sie sich enthebeln müssen, weil sie Liquidität brauchen. Und ein Kommentator bei Finanzmarktwelt hat hier treffend geschrieben, wie ich finde, in einem Kommentar: Naja, die Fed, die EZB, die Staaten verkünden Maßnahmen, whatever it takes, und dann macht der Aktienmarkt ein kleiner Hüpfer, nicht mal alle Indizes steigen und dann geht es wieder nach unten. Was ist da los? Wenn das so weitergeht, dann müssen wir uns warm anziehen, dann ist alles vorher gesehene wohl nur ein kleines Vorspiel zu einem ziemlichen Tsunami. Das ist das große Problem. Und der gute Mann hier, der Ben Bernanke, das war noch ein Hero. Da muss sich Jerome Powell wohl noch ein bisschen anstrengen, um als Hero in die Finanzgeschichte einzugehen oder in die allgemeine Geschichte. Das ist derzeit ja sehr verknüpft. Schauen wir uns mal an, was vielleicht relevant ist hier in Bezug auf das, was beim Dow Jones passiert. Hier sehen wir die Verluste, die Punktverluste an einem Tag und die Punktgewinne an einem Tag. Und wir sehen, es gab noch keinen einzigen Tag in letzter Zeit, wo praktisch dann nach einem Gewinntag dann nochmal ein Gewinntag folgte, während Verlusttage meistens heftiger sind und eben sich gerne auch mal wiederholen. Das heißt, wir haben die Grundstruktur nach wie vor die, dass wir in einem Short-Modus sind, dass wir in einem Bärenmarkt-Modus sind. Wir sehen das hier, es sind fast 10.000 Punkte, um die es hier geht. Also das ist jetzt nicht gerade eine Kleinigkeit. Wir haben dann einen Aufschwung wieder gesehen, nachdem Jack Schumer, der Chef der US-Demokraten, hier optimistisch war und gesagt hat, ja, wir sind very close to reaching a deal, wir sind ganz nah dran an einem Deal. Das heißt, die Märkte, oder es hat nicht ausgereicht, die Märkte dauerhaft nach oben zu bringen durch die totale Bazooka der Fed. Jetzt hofft man auf die Bazooka des US-Staates und hofft, dass der reichen wird. Wird der reichen? Ich meine nein, und das versuche ich mal strukturell zu zeigen und fange dabei in Deutschland an. Hier ist es ja so, dass auch wir hier Historisches heute mal wieder geschafft haben. Da ist es so, dass hier zwar die KfW sofort in Aktion tritt und den kleinen Unternehmern hier Geld zur Verfügung stellt, aber wir haben es hier mit Krediten zu tun. Wir haben es nicht mit Eigenkapital zu tun. Das heißt, wenn diese Geschichte mal vorbei sein sollte und diese verschiedenen Unternehmen, Unternehmer, Kleinfirmen etc. überleben diese ganze Geschichte, dann haben sie eine riesige Schuldenlast und nach wie vor wahrscheinlich relativ wenig Geschäft. Das ist das große Problem. Das gilt aber nicht für die Großen aus der ganzen Branche oder die Großen im Wirtschaftsleben, denn da ist es so, dass unser lieber Olaf, unser allseits geschätzter ehemaliger Bürgermeister hier in Hamburg, gesagt hat, verkündet hat, es ist so, dass jetzt größere Unternehmen, nämlich diejenigen, die mindestens 50 Millionen Euro Umsatz machen, die eine Bilanzsumme von über 43 Millionen Euro haben und die mindestens 249 Mitarbeiter haben, dass die Gelder bekommen und die gehen ins Eigenkapital. Das sind also keine neuen Schulden, die müssen sie wahrscheinlich auch nicht zurückzahlen. Das heißt, diese größeren Unternehmen stehen gut da, die kleinen stehen nicht gut da. Und jetzt könnte man sagen, okay, irgendwo muss man die Grenze ziehen. Das Problem ist, dass das eben nur die Spitze des Eisbergs ist. Denn schauen wir uns mal an, was in den USA der Fall sind. Da haben wir die S&P 500 Unternehmen und die kleinen Unternehmen, die schaffen 83% der gesamten Arbeitsplätze. Die großen nur 17%. Das heißt, wir haben eben die Situation, dass es die kleinen Firmen sind, die maßgeblich sind für Jobs, auch für das BIP. Wir haben in der Eurozone etwa 23 Millionen KMUs, also kleinere und mittlere Unternehmen, und es sind diejenigen, die auf der Strecke bleiben werden. Es ist sozusagen das Herz der Wirtschaft, die Großkopferten, wie man in Bayern sagt, die sind wieder fein raus, die Kleinkopferten eben nicht, die werden wahrscheinlich über den Jordan gehen oder zumindest zu einem gewissen Anteil
über den Jordan gehen. Und das bedeutet, dass da sozusagen noch lange nicht irgendwie etwas erkennbar ist, wie dann irgendwie eine gesunde Wirtschaft. Jetzt ist mir das Ding umgeschwungen, das mache ich gleich mal zurück. Ich hoffe, dass das jetzt auch funktioniert. Und schalte dann gleich mal eine Ebene weiter runter. Da sehen wir zum Beispiel Suchanfragen. Und das sind verschiedene Branchen, zum Beispiel Travel, also Uber, Lyft, Subways, Taxi, also U-Bahn, Taxi, praktisch ja, Fortbewegungsvehikel, Travel, Flugzeugbuchungen, Autobuchungen, Leasingfahrzeuge zum Beispiel, Eisenbahnbuchungen. Wir sehen, dass die Google-Suchen in diesen Bereichen massiv nach unten gehen, ebenso wie für Clubs, Restaurants, Gastronomie im Gesamten und vor allem Consumer Items, Apparel, also das sind Kleidung, Beauty, Schönheit etc., Luxury Goods, Vehicles, also wir sehen, das ist auf so breiter Front und da ist selbst eine Bazooka, eine massive Liquiditätswalze, wie sie uns jetzt versprochen ist, wahrscheinlich machtlos dagegen. Dazu ist die Zahl der Opfer schlichtweg zu groß. Was wir jetzt sehen insgesamt ist eine doch fast sehr parallele Struktur hier zum Jahr 1929. Wir haben auf der einen Seite den S&P 500, den wichtigsten Index der Welt seit im Jahr 1929 und wir haben den Spider darüber gelegt. Das ist das maßgebliche S&P 500 ETF, das volumenstärkste ETF, das es auf dieser Welt gibt. Und wir sehen hier einen ziemlich parallelen Verlauf. Möglicherweise kommen wir jetzt in eine Erholung rein. Die kann dann ein bisschen weiter nach oben gehen, aber die wird dann sehr wahrscheinlich wieder abverkauft und wir werden dann neue Tiefs sehen. Das zumindest ist nicht unwahrscheinlich. Wir sehen, dass insgesamt die Liquidität geradezu kollabiert hier sichtbar am S&P 500 der Future, den sogenannten S&P Mini, der ES, wie er auch abgekürzt heißt. Hier sehen wir, dass die Liquidität praktisch total ausgetrocknet ist. Das ist ein Zeichen, dass Liquiditätsmangel plus NT-Bildung-Faktoren sind, die selbst diese Bazooka erstmal überkompensieren. Das kann sich später ändern, wenn die NT-Bildungen abgeschlossen ist oder abgeschlossen sind. Noch aber ist es nicht so weit und das ist das große Problem. Schauen wir uns hier noch an, was Jim Bianco gesagt hat. Im Grunde hat er gesagt, wir haben jetzt eine Nationalisierung der Märkte. Wir haben praktisch einen Marktsozialismus. Die Fed wird jetzt jeden Tag 75 Milliarden Dollar an US-Anleihen kaufen. Und wenn ihr der Preis nicht passt, dann wird sie den Markt da signalisieren, wo sie den Preis haben will. Das heißt, wir haben jetzt auch keine, ich sag mal nur im Ansatz freien Anleihenmärkte. Das ist jetzt sozusagen die Notenbankisierung der Finanzmärkte, die endgültige Notenbankisierung. Und die Frage, die Jim Bianco hier stellt, ist, wann ist das vorbei? Und es ist möglicherweise erst vorbei, wenn eben da die Dinge ausgepreist sind, ausgehebelt sind, enthebelt sind. Und das wird vielleicht noch eine Zeit dauern. Das große Problem ist dann auch, ja, wie machen wir weiter? Werden wir in 2 Wochen jetzt sagen, okay, wir heben jetzt mal Ausgangssperren auf, die Kinder gehen wieder in die Schule, sehr, sehr unwahrscheinlich. Selbst wenn wir jetzt bemerken, dass die Zahlen zurückgehen, werden wir sagen müssen, wir machen das weiter. Wie lange kann eine Wirtschaft im Lockdown eigentlich funktionieren? Ein Wirtschaftsweiser aus Deutschland hat gesagt, 3 Monate vielleicht, dann geht das Licht aus. Wir müssen also möglicherweise irgendwann wieder zurückkehren, selbst wenn wir dafür Tote in Kauf nehmen, so wie China das gemacht hat, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt mal eine Gesamtrechnung machen. Wenn wir die Wirtschaft weiter schließen, dann haben wir wahrscheinlich mehr Tote als durch das Coronavirus. Das ist sozusagen die Gewissensfrage. Und jetzt schauen Sie mal hier diese Daten an. Epoch Times hat festgestellt und mal genauer hingeguckt, dass es in China jetzt 21 Millionen weniger Smartphone-Verträge gibt. Allein bei Mobile China, das ist der größte Anbieter, 60-70% der Chinesen sind da, sind es 80% weniger. Das ist eine ganze Menge Holz. Das heißt, wahrscheinlich sind da ein paar Menschen weniger, denn man kann in China, das sieht man hier, man kann in China sich nicht mal auf der Straße bewegen ohne ein Smartphone, denn nur mit einem grünen Gesundheitscode kann man überhaupt auf die Straße. Das heißt, jeder Chinese hat ein Smartphone. Wenn er keins hat, ist er möglicherweise tot oder irgendwo verschwunden. All das könnte ein kleiner Hinweis sein auf das, was da in China passiert ist und was uns vielleicht bevorsteht, dass wir Opfer in Kauf nehmen müssen, schlichtweg um letztendlich die Wirtschaft nicht komplett absaufen zu lassen. Schauen wir noch ein paar Charts an am Schluss. Hier sehen wir etwa nicht das, das wollte ich nicht zeigen, sondern das hier wollte ich zeigen, ist mir jetzt entschwunden. Sie haben die Charts gesehen. Wir haben jetzt die Situation, dass wir im Prinzip, fast unverändert sind. Aber normalerweise würde man ja erwarten, dass eigentlich ein Markt, wenn er eine solche Liquiditätsspritze denn auch bekommt,
dass er dann in irgendeiner Form, naja, eine Rosse zeigt, eine Rallye zeigt. Das alles ist heute nicht der Fall. Und das ist ein Indiz dafür, dass die richtig großen Dinge uns noch bevorstehen, selbst wenn wir in den nächsten Tagen eine Rallye sehen. Ich wünsche das Allerbeste und sage Servus und Ciao.